Oh mein Gott, ein neues Video. Yo, Tester, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar diesmal Goat Simulator. Und es ist schon eine Weile her, dass ein neues Video kam. Oder dass überhaupt mal ein Video kam. Und zwar ungefähr so 3 Monate. Ich glaube so, das kommt ungefähr hin. Machen wir auf ein bisschen weiter. Ja, wir spielen jetzt einfach mal ein anderes Spiel außer Minecraft, weil ich da was anderes vorhab in nächster Zeit. Wenn ich das hinbekomme, mal schauen. Auf jeden Fall will ich jetzt erstmal einfach Goat Simulator spielen. Werde das versuchen, ein bisschen zusammenzuschneiden. Vielleicht auch nicht, aber ich habe es eigentlich vor, zusammenzuschneiden. Und das ist nicht so ein langes ein... Also ein Video wird, was von vorn bis hinten ist und ohne irgendwas geschnitten oder so. Und wer das Spiel nicht kennt, es heißt Goat Simulator, wie schon gesagt. Und es geht darum, dass man eine Ziege spielt. Und wir haben den super geilen Tunnel gefunden. Ah, das habe ich vorhin schon mal geschafft. Voll geil. Das Ziel des Spiels ist es eigentlich nur so viel wie möglich kaputt zu machen. Die Ziege. Hat er da gerade einen Antrag gemacht? Krasser Schieß, jetzt sind sie top. Oh, komm mal jetzt. Oh, hier ist eine goldene Ziege. Da kann man dann, glaube ich, irgendwas freischalten, wenn man diese goldenen Ziegen findet. Ich habe vorhin schon eine gefunden. Ich habe das Spiel nämlich gerade erst gedownloadet. Hat es schon mal auf dem Handy? Und das gibt's halt auch auf PC. Das wurde mal irgendwann am 1. April oder so ausgebracht. Weiß nicht. Dieses Jahr, letztes Jahr, keine Ahnung, irgendwann. Ah, hier ist Ende. Oder? Ja, schade. Auf jeden Fall ist es eigentlich ziemlich geil und ein bisschen sinnlos natürlich. Ist ja auch am 1. April rausgekommen. Aber es macht eigentlich extrem Spaß. Und vor allem, weil es dann auch so Sachen gibt, wo man... Naja, wo dann halt die Ziege keine Ziege mehr ist, sondern halt was anderes. Aber dazu kommen wir später. Ah, hallo, wer bist du denn? Boah, ist voll der Hipster, Alter. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Du bist jetzt Bernd. Bernd, komm mal mit. Hui! Ey. Boah, voll die starke Ziege, Alter. Nein! Wo ist denn Bernd? 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 Bernd stellt hier unten seine Base. Nein, komm, ja, okay, wir gehen anders hoch. Wir gehen hier die Treppe hoch. Wir machen es wie das anständige Ziegen eben so machen. Wir springen jetzt in das Springbecken ohne Wasser. Bernd, kommst du mit? Bernd. Guter Bernd. Damit wir besser rutschen, können wir jetzt hier so darauf gehen und dann sehen wir so aus wie Bernd, ja? Bernd. Bernd. Alter, was macht er mit seinem Arm? Das sieht nicht gesund aus, du. Ich würde mal zum Arzt gehen. Komm, wir bringen jetzt Bernd zum Arzt. Wir müssen jetzt hier, wir sind eine sehr verantwortungsvolle Ziege und müssen Bernd zum Arzt. Haben wir jetzt Bernd losgelassen? Bernd! Bernd heult! Oh, hab ich mir wehgetan? Bernd. Komm, wir bringen dich zum Arzt, ja? Alles wird gut, alles wird gut. Bernd, Mann, immer bleibt er hinterher. Ha! Oh! Ha! Eine Tankstelle. Wo ist Bernd? Warum verlieren wir dich immer, Bernd? Hm? Oh, du brennst. Jetzt nicht mehr. Jetzt zucken deine Füße. Jetzt willst du weg. Renn doch nicht weg. Renn doch nicht weg. Bernd. Bernd, komm. Ja, gut. So, Bernd. Wir bringen dich zum Arzt. Hallo, ist hier jemand? Oh, ja, hier ist jemand. Cardio kills your gains. Okay. Hallo? Oh, ich glaube, die müssen alle mal zum Arzt. Die haben zu viel getrunken, würde ich mal meinen. Oh, jetzt. Ja. Du weißt, dass da eine Wand ist? Und du auch durch die Tür gehen kannst? Freundchen, da drüben ist die... Ja, okay, leg dich einfach hin. Bernd, wir gehen jetzt zum Arzt. Das war kein Arzt, das tut mir leid. Hier ist eine Tankstelle. Tankstellen bringen ja wahrscheinlich auch nichts. Hallo? Oh! Alter, sind sie, Alter. Die sind ja ganz schön böse. Die sind nicht gerade nett. Hilfsbedürftig gegenüber. Gegenüber. Da rennt jemand lang. Alter! Mensch! Oh, diesmal geht die Ziege normal hoch. Eine goldene Ziege! Bernd! Eine goldene Ziege! Bernd liegt da unten rum. Jetzt reicht's. Bernd, du bleibst jetzt hier. Wir gehen weiter. Oh, wer bist du denn? Hallo. Boah, Alter. Eine Party! Ein zweiter Bernd! Wie? Ein dritter Bernd! No pointy food. Ui. Oh! Oh! Oh, wir können Sachen wegstoßen. Gehen wir zu dem Auto mal hin und stoßen was weg. Alter. Okay. Da haben wir uns wohl eher weggestoßen, ja.
Hier, lass da. Nein! Oh, überfahr uns halt einfach. Hier stehen aber auch überall Trampolins und sowas rum, ey. Wupps. 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 Ja, aufs Dach, aufs Dach, aufs Dach. Das ist wenigstens das Ärztedach. Oh, da stehen Leute drauf. Hui. Wir haben eine Normalo-Ziege. Das ist wahrscheinlich die, die wir gerade haben. Hat die gerade gefurzt? Wir brauchen noch einen Namen für die Ziege. Schreibt mal einen Namen für die Ziege in die Kommentare. Wie ist die jetzt? Eine zerrissene Ziege. Okay, die sieht aus, hat die übelst viele Muskeln. LOL! Die kann einfach Wände hochgehen, oder? Wir wollen hier rein. Da ist eine goldene Ziege. Juhu! Ein Wandsprung. Boah. Hä? Oh, oh, oh! Irgendwie kann die manchmal Wände hochlaufen. Ist aber auch eine ganz schön fette Ziege. Jo, die kann einfach Wände hochgehen oder halt auch nicht. Aber irgendwie furzt die ganze Zeit hier lang. Eine Spinnenziege. Oh, Spider-Ziege. Spider-Goat, Spider-Goat. Das whatever ist Spider-Goat, das. Pow. Irgendwie von Lime, ey. Was macht der denn da? Yeah. Wahrscheinlich sitzt er da oben. Komm mal mit. Komm mal mit. Klaus. Klaus Dieter. Bong bong. Bong bong. Bong bong. Bong bong. Hui. Bong. Oh. Pow. 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 Hui. Pow. 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 Hui. Pow. Ha. Was ist das denn? Jo, hat ein kleines Problem. Jo, ein Pinguin. Geil, Alter. Michael bei Kampf. Sorry, ich muss eure Party mal stören. Lol. Ich hab gar nicht reagiert, oder? Fickt euch. Dann halt nicht. Hui. Was war das denn, Alter? Na egal, wir fliegen trotzdem weit, ja. Alter. Ja, wir sind... Oh. Oh. Ein Jetpack. Oh. Oh, pow, pow. Wie ist das jetzt mit dem Steuern? Ja, ne? Und so. Pilze. Ups. Oh. Jo. Wahrscheinlich kriegt den Riesenkopf. Geil. Ich. Geile Scheiße. Wie die einfach nicht reagieren, wenn ich jetzt mit meinem Riesenkopf und Jetpack hier ankomme. Ja, dann. Oh, oh. Oh, war das hier? Der Jürgen, klopf. Lol, das steht einfach immer noch hier, dieses verrostete alte Teil. Und ich rede nicht von deiner Mutter. Nein. Scherz, Scherz. Ich bin heute wieder wunderschön witzig drauf, ja. Eine Ziege, eine Ziege. Ein Artgenosse. Morgen, alter Freund. Ey, komm mal mit. Komm mal mit. Hab ich dich? Ich hab dich, ja. Ja. Wir fliegen jetzt hoch hinaus, oder halt auch nicht. Hui. Lange hält's das nicht aus. Oh, oh, das war geil. Das war geil. Und dafür kriegen wir natürlich keine Punkte. Lol. Lol, sieht das geil aus. Was haben wir denn noch so? Wir haben noch eine große Ziege. Ich sage jetzt nichts dazu. Lol. Anscheinend können alle Ziegenwände hochlaufen, kann das sein? Sprung auf Lüfter, ja. Weil Lüfter auch so elastisch sind, ne? Ja. Wir können ja mal mit der Giraffe den Kran hochklettern, ja. Den Kran. Das war ein Fehler. Du willst da ran, Giraffe? Ja. Genau so. Aha. Ein Kran. Und eine Giraffe. Ey. Jetpack habe ich gesagt. Wo ist das Jetpack hin? Willst du mich verarschen? Hoffentlich funktioniert es trotzdem. Jo, okay. Okay. Wir sind einfach eine Fliege, eine Ziege ohne Jetpack. Und fliegen trotzdem. Und unterirdisch.
Willst du mich verarschen? Wir könnten ja mal etwas. Okay, okay, gut. Stört's halt einfach ab. Und Gold City Bay, das habe ich noch gar nicht gespielt. Weil das ist was anderes. Jo, wir sind ein Pinguin und schwimmen. So sehen Pinguine aus, die schwimmen. Und springen vor allem im Wasser. So hoch. Ich. Hui. Okay. Warum machen die jetzt nicht Putz? Geht kaputt, Autos, geht kaputt. Putz! Ein Einkaufszentrum. Kommen wir herein? Kommen wir herein? Durch die. Ja. Wollt ihr uns hier aufhalten oder seid ihr Ziegenliebhaber? Ich bin keine Ziege, bin Pinguin, lass mich in Ruhe. Hier wohnen Leute. Und ich bin ein Pinguin. Ha! Wir bleiben mal lieber bei der großen Ziege. Dann kommen wir nämlich hier vielleicht auch hoch. Und kommen wir hier rein? Vielleicht so. Vielleicht, wenn wir eine normale Ziege sind. Na los. I. Na los. Na los. Mein Kopf steckt schon drin. Ich kann das ganz genau sehen. Ich sehe euch. Fahrstuhl benutzen? Das wäre cool. Das geht natürlich wieder nicht. Wer hätte es gedacht? Oh, oh. Geld. Sag mal. Können wir das Geld nicht nehmen? Hätte mir einfach mal so Geld verlesen. Hier geht's rein. Ist das nicht der Fahrstuhl? Jo, wir fahren Fahrstuhl. Ich seh nix. Ich will mit Partyen. Eine goldene Ziege. Was dat denn? Rocket Skate Goat. Tote Ziege. Große tote Ziege. Wo ist denn die tote Ziege? Hä, bin ich doof? Hä? Ach, ach, Dead Goat ist das. I. Okay. Und wir haben noch Raketenschlittschuhe. Naja, immerhin ist der Kopf gerade geblieben, ja? Ey, soll man mit Raketenschuhen nicht eigentlich fliegen können, ey? Das ist ja doof, dann bin ich lieber eine tote Ziege. Warum haben wir jetzt hier einen Pau? Was macht das Pau? Hier hängt jemand. Polizei. Krankenwagen. Bernd rennt wieder heulend weg. Kennen wir ja von ihm. Und dann stürzt er sich wieder in die Ecke. Kennen wir ja von ihm. Willst du springen? Soll ich dir dabei helfen? Das Doofe war jetzt nur, wenn du dir jetzt nur die Aussicht angucken wolltest, dann bist du jetzt, du kannst ja hoffentlich tauchen, weil Schwimmen anscheinend... Er kann im Wasser laufen. Ein Riesenrad! Geiler Scheiß, wir müssen... Boot! Warum waren wir hier noch nicht? Leute, was ist da los? Dann fahren wir halt Riesenrad, da werden wir irgendwie reinkommen, ja. Schon wieder Geld. Ach, wir hätten das mit der Zunge nehmen können. Freunde. Wir sind drin. Ja, genau. Oder halt auch nicht. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt wieder nicht, oder was? Jetzt bleibt einfach mal stehen. Nee, doch nicht. Geil. Busch. Es ist einfach ein Rodeo. Und jetzt? Lol. Dein Ernst? Guck mal, Bernd. Hallo. Bernd, du bist out. Niemand mag dich. Aber wir stehlen jetzt hier eine goldene Ziege. Heike, sag mir mal, was das ist. Und hier ist eine Matratze. Was soll das hier bitte schön sein? Pilze. Heike, geh mal runter von mir. Heike. Halb Mensch, halb Giraffe. Aber wenigstens schlappert sie nicht so rum wie gerade eben. Auf einem Pinguin. Sie sitzt einfach... Ja. Wahrscheinlich. Sie sitzt einfach auf dem Pinguin drauf. Das ist einfach ein menschlicher Pinguinkörper. Aber wir bleiben mal bei der großen Ziege und damit verabschiede ich mich jetzt von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Aber besser ist jetzt erstmal nichts und später kommen dann halt wieder Minecraft-Videos. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und wir sehen uns dann bald wieder, ja, meine Freunde. Schaut doch mal bei Twitter, Facebook, Instagram und meiner Website vorbei. Und dann tschüss, bis zum nächsten Video.